Gut, dann begrüße ich Sie zum vierten und letzten Panel des heutigen Symposiums. Um kurz in Erinnerung zu rufen, worum es spezifisch im Panel 4 geht. Es geht um den Umgang mit sozialen Disparitäten und Gegensätzen in einer Stadt, die einen Menschenrechtsansatz als Grundlage des Handelns wählt, so wie Wien. Die Frage ist, wie ist mit den diesbezüglichen Phänomenen in der Einwanderungsgesellschaft umzugehen, etwa mit dem Umstand, dass in Wien inzwischen 20-30% der Bevölkerung von Wahlen ausgeschlossen sind, weil sie keine Staatsbürgerschaft haben, was eben einen inklusiven Handlungsansatz erschwert, was die Partizipation angeht, und auch wie mit der derzeit zunehmenden Armut umzugehen ist, was man da tun kann. Und ich begrüße auf dem Panel, um darüber zu diskutieren, Christoph Reinbrecht, Professor und Studienprogrammleiter für Soziologie an der Universität Wien, Sprecher der Forschungsplattform Migration, Migration and Integration Research und des Forschungsschwerpunkts Migration and Citizenship an der Fakultät für Sozialwissenschaften. Seine Forschungsschwerpunkte sind Migrationsforschung, Sozialstruktur und soziale Ungerechtigkeit. Neben Ihnen begrüße ich Michaela Moser, die an mehreren Universitäten und Fachhochschulen lehrt und seit vielen Jahren in der österreichischen Armutskonferenz und im europäischen Armutsnetzwerk EAPN engagiert ist. Sie hat in Innsbruck, Nijmegen, Niederlande und Southampton Theologie und in Wien Public Relations studiert. Und neben Michaela Moser begrüße ich Eva Maria Garcia-Schueca, ist Junior Researcher am Institut, am Zentrum für soziale Studien der Universität von Coimbra in Portugal. Sie schreibt derzeit ihre Doktorarbeit zum Thema Recht auf Staat und hat unter anderem zum Thema Staatsangehörigkeit und Menschenrechte und über Menschenrechte als unerfüllte Versprechen gearbeitet. Und sie ist Koordinatorin des Komitees für soziale Inklusion, partizipative Demokratie und Menschenrechte der globalen Organisation United Cities and Local Governments, UCLG. Das ist eine der Organisationen, die Kriterien für Städte sozusagen veröffentlicht hat, um einen solchen Menschenrechtsprozess zu starten, wie Wien das vorhat. Was ich jetzt noch vergessen habe, ist, beim Eingang auf dem Tisch liegt eine Liste, da können sich alle Menschen eintragen mit Name und Adresse, die Interesse haben, in weiterer Folge informiert zu werden über den Fortgang des Menschenrechtsprozesses in Wien. Gut, und im Zusammenhang jetzt mit unserem heutigen Thema, Inklusion, Umgang mit sozialen Disparitäten, da suche ich als erstes Christoph Reinbrecht um seinen Input. Ja, vielen Dank, Irene Brickner, für die Einleitung, für die Vorstellung und vielen Dank für die Möglichkeit, hier zu diskutieren. Ich habe mir gedacht, ich nehme ein Zitat, aber ich mache kein Ratespiel, wer es geschrieben hat, ich werde es dann sagen. Und das Zitat lautet so: Jede große Stadt hat ein oder mehrere schlechte Viertel, in denen sich die arbeitende Klasse zusammendrängt. Oft freilich wohnt die Armut in versteckten Gässchen, dicht neben den Palästen der Reichen. Aber im Allgemeinen hat man ihr ein apartes Gebiet angewiesen, wo sie aus den Augen der glücklicheren Klassen verbannt sich mit sich selbst durchschlagen mag, so gut es geht. Friedrich Engels hat das geschrieben vor gut 150 Jahren, aus diesem wunderbaren Text zur Lage der arbeitenden Klasse. Und natürlich ist heute die Situation zu Beginn oder schon im zweiten Jahrzehnt des 21. Jahrhunderts im Vergleich, wie gesagt, vor 150, 160 Jahren eine ganz andere, vor allem deshalb, weil es diese Art der arbeitenden Klasse, die da der Engels beschreibt, und diese Art der Stadt und der dramatischen Stadtentwicklung in Europa, im Kontext vor allem Mitteleuropas, nicht gibt. Das heißt, wenn wir heute Wien ansehen und vergleichen mit dem Text, denken wir, irgendwie ist das etwas ganz anderes, was der Engels da beschreibt. Und doch hat der von uns allen geschätzte, aber leider früh verschorbene Hartmut Häusermann vor ein paar Jahren gesagt: Nähern wir uns wieder sozialräumlichen Strukturen,
die wir aus der Stadt des 19. Jahrhunderts kennen. Warum schreibt er das? Da schreibt er von dem Hintergrund zunehmender Segregationstendenzen oder das heißt von Segregation heißt die Ungleichverteilung von Menschen, von Bewohnerinnen und Bewohnern in einem Raum, in einer Stadt etwa, nach bestimmten Merkmalen. Und seine Beobachtung bezog sich insbesondere auf die Segregation nach Merkmal des Reichtums, der Reichtumverteilung, und zum anderen der Segregation nach Ethnizität oder dem Merkmal der Migration, wobei man dazu sagen muss, nicht jeder Migration, sondern insbesondere der Arbeitsmigration, die hier sehr ungleich verteilt ist oder in bestimmtem Maße konzentriert ist. Das war der Ausgangspunkt der These vom Häusermann, dieses wir kehren zurück in eine Stadt oder wir knüpfen dort an, wo eigentlich der Engel seine Beschreibung lokalisiert, nämlich im 19. Jahrhundert. Und ich möchte die paar Minuten, die ich habe, Folgendes machen. Ich möchte zum einen ein bisschen ein Spannungsverhältnis schildern, in dem diese europäische Stadt, in der auch Wien sich natürlich verorten kann, befindet, nämlich das Spannungsverhältnis von Spaltungen und Inklusion, weil beides zutrifft. Und dann möchte ich ein bisschen was sagen zur Inklusion, weil das ein Begriff ist, der da irgendwie da steht, da muss man was dazu sagen. Und dann möchte ich drei oder vier Tendenzen formulieren, die meines Erachtens relevant sind, wobei auf eine ich ganz besonders das Wert lege. Das wird sozusagen die letzte sein, dass sie am Schluss kommt, heißt nicht, dass sie am wenigsten wichtig ist, sondern dass sie meines Erachtens am wichtigsten ist. Nun, wenn wir vergleichen die Stadt des 19. Jahrhunderts oder des 20. Jahrhunderts oder sogar die Stadt der 50er bis 80er, 90er Jahre, was man nennt das die fordistische Stadt oder so, das die sozialdemokratische Jahrzehnte, dann der Wohlfahrtsdemokratie, dann kann man beobachten, im Grunde genommen weltweit, in der Tat und auch in Europa, in der Literatur, ich gehe aus sozusagen nicht von Empirie, sondern von der Literatur, das ist wichtig, also in der analytischen Literatur, spricht man heute im Grunde genommen von der dualen Stadt, also von der gespaltenen Stadt, von der geteilt, von der geviertelten Stadt, von der zerstückelten Stadt, die fraktale Stadt. Das heißt, im Mittelpunkt gewissermaßen der Analyse ist eine Spaltung und Zerstückelung und das setzt voraus den Gedanken, dass es so etwas wie eine Einheit gab. Das ist ja das gewissermaßen das Interessante bei diesen Beschreibungen. Das heißt, wenn wir heute über Inklusion und Ungleichheit und Menschenrechte in unseren Städten sprechen, dann muss uns immer bewusst sein, wir haben natürlich mit so etwas wie eine Folie der Referenz, die wir verwenden, die wir vielleicht so fraglos sich in den Raum bewegt und mit der wir operieren. Auf der anderen Seite können wir empirisch, wenn wir die empirische Literatur nehmen, dann sehen wir in der Tat Spaltungsverhältnisse, die sich aber, die in unterschiedlicher Weise messbar sind und die man zum Beispiel mit dem Begriff belegen kann, entweder der Segregation, aber das ist in Wien sowieso ein Problem, weil wir das in der Form nicht spüren, in dieser Dramatik wie vielleicht in anderen Städten, etwa in Lateinamerika oder so. Aber was es gibt, auch in Wien, das ist Enklavenbildung zum Beispiel, gated communities, die keine Zäune haben, aber trotzdem wie eine gated community funktionieren. Das heißt, es gibt sowas wie Entwicklungen, die darauf hindeuten, dass sozioökonomische Differenzen sich auch sozialräumlich manifestieren. Wie gesagt, das lässt sich nicht abbilden. Das lässt sich nicht abbilden mit den Indikatoren der klassischen Analyse, also der quantitativen Sozialraumanalyse, weil wir hier keine Segregationstendenz auf großem Niveau sehen für Wien. Aber es gibt zweifellos Tendenzen, man benennt es auch teilweise mit dem Begriff der Gentrifizierung, dem ich selbst kritisch gegenüberstehe, aber doch gibt es eben Tendenzen dieser Abschließung mit Zäunen oder ohne Zäune, das ist eine zweite Frage. Diese Tendenz, die sich beobachten lässt, die ist in manchen Ländern, nicht in Österreich, wird die mit dem Begriff der Ghettoisierung belegt. Jetzt ist Ghettoisierung ein
problematischer Begriff, aber der Loïc Wacquant verwendet ihn kritisch und er sagt, in diesem Begriff wird gewissermaßen zum Ausdruck gebracht ein Shift, also eine Bewegung, eine Veränderung in der Wohlfahrts- und Stadtpolitik, die ganz zentral ist, nämlich vom Wohltätigen zum strafenden Staat. Also da, vom Ghetto sprechen wir dann, wie zum Beispiel in Frankreich, wenn die Sozialpolitik und die Stadtpolitik ihren Charakter ändert. Das heißt nicht, dass es ein empirisch messbares Ghetto gibt, das gibt es nicht, auch nicht in den Banlieues. Aber es gibt sozusagen eine Änderung der Stadtpolitik und eine Änderung der Wohlfahrtspolitik. Und das ist deshalb relevant, weil dem steht gegenüber das Prinzip der Inklusion. Europäische Städte sind historisch beruhen auf dem Modell der Inklusion. Wenn man so will, europäische Stadt ist gleich Inklusionsprinzip. Und das heißt, Inklusion heißt, dass auch Stadtverwaltung und Stadtpolitik immer versuchen werden, infrastrukturelle Ausstattungen dorthin zu bringen, wo tendenziell das Risiko groß ist, dass hier Verarmung stattfindet oder Ausgrenzung oder Exklusion. Und in Ländern, die ein bisschen sensibler sind, ich meine das jetzt verwundbarer für Stadtwandel, Frankreich, England, in diesen Ländern kann man das ganz beobachten, ganz fein, wie hier Regierungen hinein investieren oder herausziehen. Regierung Sarkozy war ganz berühmt dafür, herauszuziehen diese Infrastrukturen aus diesen Gebieten, was dazu geführt hat, dass natürlich diese Inklusionslogik an gewisse Grenzen gekommen ist. Also trotzdem ist es wichtig, das heißt meine These wäre, wenn wir auch im Hinblick auf Menschenrechte, was das letztlich heißt, dass wir eine Tendenz haben einer Spaltung oder eines Widerspruches von einerseits dieser Abschließungen und andererseits eines brüchigeren Konsenses im Hinblick auf das Inklusionsprinzip. Nun, was ist die Inklusion? Inklusion, gewöhnlicherweise würde man sagen, ist etwa in der Literatur nennt man das, ne, das Teilhabe an Interdependenzbeziehungen, also wenn sie am Arbeitsmarkt teilhaben können oder in der Sozialversicherung eingeschlossen sind oder im Bildungssystem, das ist Inklusion, beziehungsweise wenn sie in Anerkennungsverhältnisse involviert sind. Und das ist wichtig, weil Anerkennung, Sie kennen ja die Theorie vom Honneth, Liebe, Recht, Solidarität. Recht ist der Kernbegriff der Anerkennungsverhältnisse und daher ist das auch ein ganz wichtiger Hinweis, wenn etwa der Ausschluss aus den politischen Teilhabeprozessen ist natürlich ein ganz, ganz hochgradiges Thema in diesem Zusammenhang. Nun, warum trotzdem möchte ich ganz kurz bleiben bei diesem Inklusionsbegriff, warum er problematisch ist. Er impliziert automatisch Exklusion. Also Inklusion, Exklusion verweisen aufeinander und wenn man so möchte, das Problem ist, dass man unterstellt, es gäbe sowas wie eine Ausschließung, also es gibt sowas wie einen Kreis, in dem die Gesellschaft ist und dann wird man da hinausgedrängt und dann ist man außerhalb der Gesellschaft. Natürlich, wenn man draußen ist, hat man eine hohe Funktion für das, was drinnen ist und daher sagt der Bourdieu, es geht nicht um den Ausschluss aus der Gesellschaft, sondern um den Ausschluss in der Gesellschaft. Und das heißt, das ist wichtig, das ist nicht nur ein semantisches Wortspiel, das heißt, es geht um die Analyse jener Prozesse, die dazu führen, dass gewissermaßen Ungleichheit und Ungerechtigkeiten oder diese Ab- und Ausschließung, wenn man möchte, überhaupt stattfinden. Und in der Literatur gibt es, wenn man so möchte, die großen Thesen dazu sind natürlich der Strukturwandel der Arbeit und der Transformation des Wohlfahrtsstaates, die dazu führen, dass eben auch ausgehöhlt werden die Teilhabechancen etwa in städtischen Systemen. Jetzt kommen wir zum letzten Punkt, zu diesen, wenn man so will, zu den Tendenzen. Neben diesem Strukturwandel, den ich schon angesprochen habe, den man sehr stark spürt, der sicher auch im Hintergrund liegt für Verarmungsprozesse, die schon angesprochen wurden, oder für den Kreislauf der Mobilität und der Migration, haben wir drei in den Städten, und davon ist auch Wien, so könnte man sagen, sehr stark involviert, drei Prozesse, mit denen wir konfrontiert sind. Das eine ist der globale Städtewettbewerb.
Der globale Städtewettbewerb ist nämlich wichtig, weil da kommen die Menschenrechte ins Spiel. Weil ja eine Stadt wie Wien nicht nur, das haben wir heute schon, hat das jemand gesagt, und das ist natürlich ein wichtiges Thema, nicht nur Wert darauf legt, dass die höchste Lebensqualität hat und gute Wohnqualität, sondern dass eben auch eine Stadt der Schwulen und der benachteiligten Minderheiten und der Menschenrechte ist. Das heißt, es gibt hier ein Erkennungsmerkmal, das eine Stadt sich geben will, in einem globalen ökonomischen Wettbewerb, wo die Stadt ökonomisiert sich auch positionieren will. Das ist wichtig zu sehen. Also es geht nicht um was Gute, sondern es geht auch um eine Beziehung quasi in einem globalen, in einem ökonomischen Raum. Das ist wichtig für unsere Thematik, weil das verdeckt ein bisschen diese Ungleichheit, über die wir vorhin gesprochen haben. Der zweite Punkt, auf den ich sprechen möchte, ist, das ist ein bisschen schwieriger, diese Transformation des Sozialstaats oder der Sozialpolitik, den kann man auch oder wird auch bezeichnet als Trend zum Postsozialen. Das heißt, es gibt Formen der Integration, die nicht sozial sind. Und Städte haben die Tendenz, aufgrund dieser Abgrenzungen und der Klüfte, jene Zonen der sozialen Integration, die mit der Stadt verbunden sind, die Urbanität oder diese urbane Kompetenz etwa fordern, die ja immer wieder eingefordert ist, dass quasi diese Bereiche, der öffentliche Raum, ja, dass die neutralisiert werden. Und ein neutralisierter öffentlicher Raum heißt, es gibt keine soziale Integration. Nämlich eine, die im klassischen Sinne als soziale Integration zu definieren ist, sondern man könnte von postsozialen Mechanismen sprechen, wo eben andere Formen, Medien eine Rolle spielen. Aber das ist ein zweiter, meines Erachtens sehr interessanter, wenig beachteter Punkt. Aber der dritte und der wichtigste Punkt, das ist, wir leben in einer Gesellschaft, wo diese Ungleichheit und die Inklusion im Grunde genommen nur zum Teil sichtbar ist. Das heißt, wir leben in einer Gesellschaft, die Sichtbarkeit und Unsichtbarkeit produziert. Jetzt könnte man sagen, das hat schon der Engels gesagt in seinem Zitat. Wenn der Engels sagt, da gibt es das Gässchen neben dem Palast und dann gibt es diese aparten Gegenden ganz woanders. Stimmt, da konnte man sozusagen, der Engels konnte rumspazieren und sagt, da gibt es das Gässchen dort und da ist die aparte Gegend. Das Besondere ist bei der Produktion der Unsicherheit, dass die Unsicherheit nicht einfach so ist, dass man sagt, ich kämpfe um meine Sicherheit. Meine Sichtbarkeit, die gleichzeitig die Sicherheit natürlich auch ist, denn das ist der Status, also ich kämpfe um Sichtbarkeit. Sondern die Sichtbarkeit ist etwas, die entsteht in einem Spannungsverhältnis, das für unser Thema meines Erachtens der Menschenrechte total interessant ist, nämlich dem Spannungsverhältnis einer sozialen Dimension der Sichtbarkeit, einer physischen Dimension der Sichtbarkeit und einer symbolischen Dimension der Sichtbarkeit. Der Agamemnon, von dem das kommt, der hat das als Fußnote mal in einem Artikel geschrieben, bringt ein sehr gutes Beispiel, und das führt mitten in unser Thema hinein, damit bin ich am Schluss. Er sagt, nimmt das Beispiel der irregulär aufhältigen Migrantinnen und sagt, sozial unsichtbar, physisch verbannt, symbolisch dramatisiert. Danke. Ich meine, ich weiß, es ist jetzt wahrscheinlich unfair, meine Frage, aber jetzt bezogen auf die Pläne der Stadt Wien, diesen Prozess, Menschenrechtsprozess. Also wenn man jetzt sagt, man will diese Phänomene von Sichtbarkeit, Unsichtbarkeit in irgendeiner Art und Weise in den Griff bekommen, ich meine, wo könnte man ansetzen an der Definition des öffentlichen Raumes, jetzt also physisch, also Plätze per Parks und so weiter und so fort, auf der Ebene der Medien, wie durch Öffentlichkeitsarbeit, also was hätten Sie da eine Idee, wie man das formuliert? Weil es ist ja nicht mehr so einfach wie zu Zeiten von Friedrich Engels offensichtlich. Naja, sicher, weil ja der Begriff Öffentlichkeit oder öffentlicher Raum ja einem Wandel unterliegt. Aber vielleicht, nur ein Beispiel, was ich mir vorstelle. Jetzt, ich habe das Beispiel gemacht mit der irregulären Migration und denken Sie an die Flüchtlingsbewegung oder denken Sie an die Wohnungslosen, die nach Wien kommen, die dann quasi aus dem Stadtpark vertrieben werden. Das sind
Momente, in denen sich dieses Spannungsverhältnis, an denen sich das festmachen lässt. Und ich denke, es ginge darum, nicht so sehr, also dieses, das auch zu sehen und zu benennen, wie Sichtbarkeit und Unsichtbarkeit erzeugt wird. Ja? Mhm. Also zum Beispiel und das ist sehr schwierig, weil es im Grunde genommen voraussetzt, dass man entmoralisiert zum Beispiel, ja, bestimmte Fragen. Ja, freilich. Mhm, okay. Ja. Also, dass man die Frage, dass man Dinge einfach anspricht, wie sie sind, ja, das ist, oder das Thema Armutsmigration, sogenannte, ja, dass man endlich, ich meine, in dem Moment, wo ich sage, es gibt Armutsmigration und ich verknüpfe das mit Menschenrechten, weil wir sind eine Menschenrechtsstadt und es müssen wir uns um die Armen kümmern, die kommen, sind wir schon quasi am Glatteis. Ja? Mhm. Weil es geht eben nicht um Armutsmigration, sondern es geht um das Recht auf Mobilität und das Recht auf Migration. Das ist was ganz anderes. Das heißt, ich muss die Fragen, ich muss versuchen, in diesem Spannungsverhältnis von, also darum finde ich das einen guten Vorschlag von Angaben, diese drei Dimensionen zu nehmen, schauen, wo wird denn das sichtbar? Wie wird das sichtbar? Wie wird das uns, wo? Auf welcher Ebene? Was wird da unsichtbar? Was wird sichtbar gemacht? Und wer bohrt da gewissermaßen? Und damit wir auch letztlich sehen können, die Prozesse, die dahinter liegen. Also gut, aber da sind wir bei einem Punkt, der, glaube ich, beim Menschenrechtsprozess Wiens zentral ist. Ich meine, sichtbar werden Phänomene wie die Obdachlosen, also aus den EU-Staaten, den Beitrittsstaaten und die Refugees, unter anderem durch das Vorgehen der Polizei. Genau. Ja? Das ist ja dann immer das, wo dann der Skandal entsteht, gerade in Wien, also oder auch hat die Pizzeria Anarchia aus Besetzung, Polizei und so weiter. Also ist das jetzt ein Punkt, der notwendig wäre, wo man ansetzen müsste, auch mit der Polizei? Ich weiß, das ist extrem politisiert und kompliziert und auch in der Öffentlichkeit durch die Boulevardmedien sehr besetzt. Die sind ein wichtiger Teil? Absolut. Also okay. Das sind drei gute Beispiele, wo man identifizieren kann, jetzt, ich mache überhaupt kein Polizeibashing, muss ich dazu sagen, weil die Polizei eine, das haben Sie ja gesagt, das ist sozusagen, aber genau das ist der Punkt, wo man glaube ich, Menschen, also auch diesen Begriff und die Methode vielleicht sogar, sagt das der Manfred Nowak immer, wo man diesen Ansatz auch in der Tat anwenden könnte, aber eben nicht sozusagen als Imperativ, als Normativen, sondern als eine Intervention oder als eine Strategie, auch solche absurden Situationen wie bei der Pizzeria nach hier zu benennen und sichtbar zu machen. Ich glaube, das ist genau das der Punkt. Danke vielmals. Ich glaube, da wird es dann viel Input geben, auch in der Diskussion. Und ich suche aber jetzt Eva Maria Garcia Schweiger und ihren Beitrag. Well, good afternoon to all of you. I am sorry I won't speak in German, but I hope you can follow me. I will speak slowly. Well, first of all, I'd like to thank the organizers of this conference for having invited me to participate in this roundtable, and I especially thank Shams Asadi from Vienna City Hall. In my presentation, I will try to provide some examples on how to foster social inclusion in the city, and I will speak from a very practical approach. I will refer mainly to actions undertaken by local governments. From our perspective, one of the key elements to foster social inclusion is to use a human rights-based approach, not only in local policy making, but also in monitoring and following up local policies. This is one of the main ideas endorsed by UCLG, United Cities and Local Governments, which is the global organization representing local authorities, municipalities at the international scene. So this is a policy paper adopted in the year 2008 by UCLG, by this organization. I have some copies in paper of this policy paper, so in case anyone is interested in having a copy, I will be happy to distribute it. So
The outline that I will follow, the outline of my presentation, will be the following. I will first talk about how cities in different regions of the world are fostering social inclusion by localizing human rights. Secondly, I will refer to some of the main challenges faced by local authorities. And finally, I will conclude by suggesting, by launching some recommendations to answer to those challenges. So, how are local governments localizing human rights? A first tool that I would like to mention is the European Charter for the Safeguarding of Human Rights in the City, which is a document, a tool that was adopted in the year 2000 in the town of Saint-Denis in France. Today, this tool, this charter, has been signed by around 400 cities in the whole of the European region. And the first country in number of signatory cities is Spain, which concentrates 40% of the total of European municipalities that have adopted this charter. And within Spain, there is a territory which is marked in red in the map that you can see at the bottom, that concentrates 90% of the total of Spanish signatory cities. And this is the territory of the province of Barcelona. So I will refer to this first territory to bring some examples on how municipalities, how local authorities are implementing the European Charter and are localizing human rights. And I will refer to these four fields of actions that you can see in this slide: institutionalization of human rights, services to citizens, fostering the right to employment, and finally, human rights protection mechanisms. So regarding the first field of action, institutionalization of human rights policies, one of the measures undertaken has been the creation of human rights departments, or as I heard today here in Vienna, you call it the house of the human rights house, or the house of human rights, something like this. So in the province of Barcelona, this type of measure has also been undertaken, and creating such a department, a human rights department, means creating an administrative and political body within the organizational chart of the municipality with the mission to ensure a human rights-based approach in policy making. So this would be one first measure that I wanted to share with you. So concerning the second field of action, services to citizens, we find, for instance, the creation of municipal offices to fight against discrimination, and this is in fact something that Michele Grigolo this morning mentioned, or other type of services like creating social food pantries. Regarding the promotion of the right to employment, it is worth mentioning, for instance, the creation of business incubators to boost cooperative or to boost solidarity economy initiatives, or, for instance, conferring the management of municipal services, services like waste management, for instance, to social insertion enterprises. And moving now to protection mechanisms, here we can highlight, it was related to the previous slide. So protection mechanisms, here we find examples like the creation of extrajudicial conflict resolution mechanisms, like for instance mediation offices, or the establishment of local ombudspersons. So as you can see, the ways to translate human rights principles into local policies, programs, or initiatives is very much diverse, and of course, this is not an exhaustive list. We find much more examples in the province of Barcelona. So now I'd like to mention another tool which was adopted some years after the European Charter, which is the Global Charter Agenda for Human Rights in the City. This one was adopted in the year 2011 by UCLG, by United Cities and Local Governments. And again, I have some spare copies if you're interested. And this charter comprises a list, a set of 12 rights, which you can read in this slide.
which are coupled with an agenda. And this is the added value of this tool, of this second charter. So what does it mean? It means that every right of this charter has a concrete action plan that translate this right, this specific right, into concrete policy actions. So we will take, in order to see this more clearly, we will take as an example the first right of the charter, which is devoted to the right to the city. And the structure followed in the text is always the same. First, the charter defines the right in bullet point number one. Then it indicates both the obligations of local governments as well as the obligations of urban dwellers. And this is what you can read in bullet points number two and number three. And afterwards, it provides the agenda. And with regard to the right to the city, these are the five actions that are proposed. Well, in my opinion, it was interesting to mention the second charter in this roundtable because it is a tool that provides concrete clues about how to foster social inclusion by becoming a human rights city. And another experience I find worth mentioning is to be found in North America, in the city of Montreal in Canada. This city adopted in the year 2006 the Montreal Charter of Rights and Responsibilities. And what I would highlight from this charter, from this third charter, is the so-called right of initiative, which is the possibility as a citizen to request to Montreal municipal government to undertake a public consultation on a specific issue. This request has to be endorsed, has to be signed by 15,000 citizens, and some subjects are excluded, such as the administrative organizational chart of the municipality, subjects like the local budget or municipal taxes, among others. There's a list like of six excluded subjects. And moving now to another region, to complete this world overview of examples, I will refer to an experience in Asia and particularly in the city of Seoul in South Korea. The city of Seoul has developed in only 3 years, which is quite a short period of time, a whole human rights municipal system that comprises these five measures. First, several municipal ordinances, different protection or promotion mechanisms, a human rights action plan, and finally, training to municipal officials. And since we don't have much time to go into detail regarding these four axes, I will only refer in some detail to how one of these axes is operationalized, the last one, promotion and protection mechanisms. So in this regard, to promote and to protect human rights, Seoul Metropolitan Government has created a human rights division, or human rights department, as we saw in the example of the province of Barcelona. So a human rights division within the organizational chart of the municipal government, which has a staff of 18 people, which is quite a big staff, and a budget of almost $1 million, which is quite a lot of money, a significant amount of money. Then they have also created a committee on human rights made up by members from academia, from civil society, from governmental organizations, as well as international organizations. And the mission of this committee on human rights is to review Seoul Metropolitan Government major policies, and if they place any significant effect on human rights, this committee is empowered to give policy recommendations directly to the mayor. They have also established a local ombudsperson who gives remedy to human rights violations that occurred within the public administration, the public sector. And finally, they have created a citizen jury, which is quite a unique institution, at least to my knowledge. I don't know any other city that has a similar institution. The citizen jury is made up mainly by civil society representatives at large, but also by some expert, and it intervenes in cases which could generate social debate.
and it gives its recommendations to the ombudsperson, who is the one who will have to take the final decision regarding that specific issue. So as you can see, these measures, together with the ordinances, together with the action plan and the training, compose quite a comprehensive policy approach to human rights. And this is why I thought it was interesting to share this example with you. And now, after this overview of experiences from Europe, from North America, and from Asia, I will share some reflections on the challenges faced when local authorities try to localize human rights. And I will particularly highlight three challenges. First, the marginal status that human rights departments or divisions usually have within the municipal government. In other words, when these divisions or these departments exist, which is not always the case, these bodies generally do not influence major municipal policies. So this is a big challenge we have to take into account. A second one would be that human rights policies, bodies, or mechanisms very often lack enough human and budgetary resources to perform their mission. And in this regard, the example of Seoul Metropolitan Government with a division that has a budget of almost $1 million is a very rare example. And finally, a third challenge is that there is a generalized lack of protection mechanisms in municipalities or set up by municipalities. And on the basis of these challenges, and to conclude, I will launch some ideas on how to face these challenges, some recommendations. So first, I would suggest to institutionalize human rights. And how? A first idea would be adopting ordinances. And what does it mean? Adopting ordinances is an important measure because it means giving a legally binding status to human rights principles. So this would be a first idea on how to institutionalize human rights. Another idea would be creating human rights bodies and mechanisms that have enough political centrality within the municipality and, of course, enough resources. Then a second recommendation would be to mainstream human rights, that is, to take them into account when conceiving, when drafting the various sectorial policies, and not only those policies traditionally more linked to human rights, like anti-discrimination, social policies, gender equality, etc. We can also think of human rights principles when conceiving the fiscal policy, for instance, of a municipality. So it is important to mainstream human rights. A third recommendation would be to establish monitoring mechanisms in which civil society has to play a key role. And fourth, it is very important to create protection mechanisms. I mentioned, for instance, the local ombudsperson, mediation bodies, etc. There are different types of measures in this regard. So with these last ideas on recommendation, I conclude. I think I don't have more minutes. So I thank you very much for your attention, and I look forward to listening to you during the debate. Thank you very much. Die Frage, die ich mir jetzt stelle, ist zum Beispiel in der Region Barcelona, wo so viele Gemeinden, Orte diese erste Charta angenommen haben, jetzt im Hinblick auf unser Thema bezüglich Inklusion und soziale Ungleichheiten. Was hat es gebracht und wo sind dann tatsächlich die Defizite, die Sie zuletzt geschildert haben, wegen dieser nicht dem Umstand, dass kein Mainstreaming stattfindet, dass es keine Institutionalisierung stattfindet und so weiter. Also die praktischen Konsequenzen dessen in Barcelona. Okay, well, this is a difficult question because although I didn't go into detail about all the experiences I mentioned because I didn't have enough time, but the province of Barcelona is a good example of
You know, of how to what extent is not enough to have this charter in order to give value and to give an effectivity to human rights, because we find that the charter has been adopted by a lot of municipalities, and of course some of them have undertaken interesting measures like the one I mentioned, but the problem is that this doesn't mean that human rights as a whole are taken into account when conceiving the global political action of that municipality. So of course, localizing human rights is a sort of a new trend in municipalities. So it is, we are starting and we have to go step by step. So already what we have has value and we have to valorize it and give visibility to it. But there is still a long way to go. And in this regard, the challenges that I mentioned and the recommendations that I launched in the end, I think this could give us a clue of the horizon towards where to go, because as the example of the province of Barcelona shows that adopting a charter is not enough. You have to undertake measures, and for that you need resources, and for that you need political will. Mm-hmm. Thank you very much. Ja, dann suche ich als dritte Michaela Moser, um den Input. Okay. Ja, ich habe keine Präsentation, aber ich spreche lieber im Stehen und auch für die Übersetzung ist es leichter. Ja, ich bin die letzte Sprecherin. Vieles wurde schon gesagt. Ich war den ganzen Tag da und ich möchte mich gerne auch auf ein paar Dinge, die ich gehört habe, auch beziehen. Ich möchte zuerst noch mal was sagen, auch ergänzend noch zum Inklusionsbegriff und dann zu drei Fragen, die sich mir gestellt haben in der Vorbereitung, aber auch beim Zuhören heute. Erstens eben Menschenrechtsstaat für wen? Da habe ich auch so meine gewissen Ambivalenzen rund um dieses Branding und alles, was mit so einem Label Menschenrechtsstaat verbunden ist. Dann zweitens die Frage, welche Rechte rund um diesen ganzen Themenkomplex der scheinbar so schwierig einklagbaren sozialen, ökonomischen und kulturellen Rechte und was das mit Armut und Armutsbekämpfung zu tun hat. Und drittens so diese Frage, mit wem bzw. wem verpflichtet? Also wer gestaltet denn diese Menschenrechtsstaat mit und wem gegenüber besteht denn dann auch Rechenschaftspflicht? Zuerst aber noch zum Inklusionsbegriff. Ich möchte gern den Erläuterungen, die wir schon gehört haben, noch dazulegen. Zwei Definitionen oder Verständnisse von Inklusion, wie sie so in der politischen Alltagspraxis heute vor allem vorkommen, aus meiner Wahrnehmung jedenfalls. Das ist einerseits so der Begriff der sozialen Inklusion, wie er in der sozialpolitischen Debatte der Europäischen Union verwendet wird, also sehr stark die soziale Eingliederung. In manchen Dokumenten wird es auch mit Einschließung übersetzt. Das deutet schon eine gewisse Richtung an, die ein bisschen Enge jedenfalls vor dem inneren und auch äußeren Auge entstehen lässt und eigentlich eine gewisse Anpassungsleistung auch schon suggeriert. Ganz im Gegensatz oder Entspannung zu dem, wie der Inklusionsbegriff in der Bewegung für mehr Rechte von Menschen mit Behinderungen und Einschränkungen verwendet wird, wo es genau eigentlich um eine Abgrenzung vom Integrationsbegriff geht und darum, dass es um mehr Vielfalt geht und eben nicht um diese Anpassung des Einzelnen, sondern um eine Veränderung der ganzen Gesellschaft. Also insofern ein doch auch etwas schillernder Begriff, der sehr unterschiedlich verstanden werden kann. So viel mal vorweg. Zu diesen drei Fragen, also Menschenrechtsstaat für wen? Dieses Label Menschenrechtsstaat und dieses Branding, von dem heute schon die Rede war, das erfüllt mich mit einer gewissen Sorge oder jedenfalls mit gewissen Fragen, weil bestimmte Gruppen und Angehörige oder Menschen, die eher ausgegrenzt sind oder sehr stark ausgegrenzt sind, die scheinen mir nicht so recht in so eine Brandingskampagne passen zu wollen. Also ich denke jetzt eben an Bettlerinnen, an Sexarbeiterinnen, an Obdachlose, an Suchtkranke, aber auch Asylwerberinnen, Sans-Papier. Ich kann mir im Moment
Vielleicht ist es auch meine noch fehlende Imagination. Wir haben ja gehört, dass das sehr wichtig ist für die Menschenrechtsstadt. Aber ich kann mir im Moment recht schlecht eine Kampagne vorstellen der Menschenrechtsstadt Wien, wo sie damit wirbt, glaubwürdig damit werben kann, dass sie eine besonders bettlerinnenfreundliche Stadt ist oder eine Stadt, die besonders gut mit Sexarbeiterinnen umgeht, mit Obdachlosen, mit Suchtkranken und so weiter. Auch wenn auf diesen Gebieten zweifellos sehr viel passiert, dazu komme ich gleich. Ich meine es jetzt eher auf dieser Ebene dieses Brandings und Marketings. Das scheint es doch noch einiges zu tun zu geben, entweder in meinem Vorstellungsvermögen oder in der Realität. Zweitens diese Frage, welche Rechte? Armut und Armutsbekämpfung, womit ich mich sehr stark beschäftige auf verschiedenen Ebenen, hat klarerweise sehr viel mit sozialen, ökonomischen und kulturellen Rechten zu tun, vor allem mit den sozialen und ökonomischen. Und wir haben ja vorhin schon gehört, dass die scheinbar, sage ich jetzt einmal, so schwer einklagbar sind oder schwerer als andere. Ich würde hier mal behaupten, es gibt in dem Zusammenhang einen gewissen Entwicklungsbedarf und es gibt in unserem Land zumindest auch und auch in dieser Stadt noch relativ wenig Kultur, dass das auch Rechte sind, die einklagbar sind oder sein sollten. Also ich glaube, an beiden muss gearbeitet werden, an der Kultur und auch daran, dass es auch wirklich dann die Modi gibt, um das entsprechend einzuklagen. Auf der anderen Seite gibt es natürlich im Zusammenhang mit den sozialen Rechten passiert sehr vieles, aber gibt es auch noch vieles zu tun und da geht es dann um sehr existenzielle Dinge, um finanzielle Existenzsicherung, um soziale Infrastruktur, also Zugang zu Wohnen, Bildung, Gesundheit und, was im vorherigen Panel auch schon ein Thema war, das Recht auf Arbeit, wobei es hier vor allem eben um den Zugang zum Arbeitsmarkt geht, aber auch um Verteilung von Arbeit, um Arbeitszeitpolitik, also um sehr große Themen, die jetzt natürlich nicht eine Stadt allein lösen kann, wo sie sicher auch aber was beitragen kann. Vor allem zu den ersteren Themen, also wenn es um die Mindestsicherung zum Beispiel geht, aber auch um Wohnpolitik, um andere Infrastruktur, Fragen kann natürlich städtische Politik sehr viel beizutragen, insbesondere auch nochmal, als die Stadt Wien ja auch ein Bundesland ist und dadurch nochmal spezielle Kompetenzen hat, zum Beispiel in der Mindestsicherung oder auch in anderen sozialpolitischen Fragen. Da passiert sehr viel, zweifelsohne, da könnte man jetzt auch eine sehr lange Liste aufzählen an Dingen, die in Wien sehr gut, zum Teil auch besser als in anderen Bundesländern gelöst werden. Da fehlt aber auch immer noch sehr viel. Also es ist keine Selbstverständlichkeit, dieses Recht auf Wohnen, das Recht auf finanzielle Existenzsicherung. Man braucht sich nur die Höhe der Mindestsicherung anzuschauen, um sich die Frage zu stellen, ob dem sozusagen wirklich nachgekommen wird. Auch da kann man eine lange Liste wieder jetzt aufzählen, was noch alles fehlt. Das möchte ich jetzt aber nicht tun, können Sie nachlesen auf den Webseiten der Armutskonferenz oder des Wiener Armutsnetzwerks und anderen Organisationen. Mir geht es viel mehr darum, gerade bei den sozialen und kulturellen und ökonomischen Rechten eben dieses Rechtsbewusstsein da nochmal stärker in Erinnerung zu rufen und in dem Zusammenhang auch besonders darauf hinzuweisen, dass es da auch um so Dinge geht wie transparente Abläufe, sowas wie Selbstvertretung von Klienten, Klientinnen, also zum Beispiel zur Mindestsicherung eben nicht zumindest eine Ombudsstelle, besser aber noch sowas wie einen Klienten-Klientinnen-Rat, wo eben Bezieher, Bezieherinnen von Mindestsicherung sich selbst vertreten können. Und das trifft natürlich auch alle anderen Gruppen zu. Sexarbeiterinnen wurde heute schon genannt, Bettler, Bettlerinnen und eben viele andere, die sehr gut für sich selbst sprechen können und eben auch einbezogen werden sollen in die Gestaltung dieser Menschenrechtsstadt. Da bin ich schon beim dritten Punkt. Mit wem wird so eine Menschenrechtsstadt aufgebaut, sage ich jetzt mal, gestaltet und wem gegenüber besteht dann eigentlich auch Rechenschaftspflicht? Es gibt aus der Literatur und auch Praxis von Beteiligung, von Bürger-Bürgerinnen-Beteiligung, weiß man recht genau, was sind so Voraussetzungen auch für Partizipation, also dass es Interesse braucht, Zutrauen, Offenheit, Risikobereitschaft, weil man weiß ja nie so genau, was herauskommt, wenn man die Bürgerinnen fragt, auch eine gewisse Weitsicht. Es braucht aber auch und vor allem eine institutionelle Öffnung und ich glaube, das ist eine große Herausforderung für eine Stadt wie Wien und eine Nachfrageorientierung. Also
Die Themen sollten dann auch von unten vorgegeben werden können. Und natürlich ist es auch eine Frage, und das haben wir heute beim zweiten Panel auch schon gehört, wer kann sich denn da überhaupt beteiligen und zu welchen Bedingungen? Da braucht es dann sowas wie strukturelles Empowerment, nennt man das, also Information, Zeit, Raum, natürlich auch andere materielle und immaterielle Ressourcen. Und was ich für besonders wichtig halte, ich glaube, dass dieses Empowerment in einer Menschenrechtsstadt eben auch ein Empowerment zur Dissidenz sein muss, also zu einer ganz bewussten Abweichung von dem, was derzeit vorgegeben wird, zur Entwicklung von Alternativen, zur Entwicklung von ungewöhnlichen Bündnissen. Da sind wir wieder bei dieser Kraft der Imagination, die am Anfang von Herrn Grigolo schon eingeführt wurde. Ich glaube, dass wir eben diese Abweichungen, dieses andere, diese Alternativen auch besonders fördern müssen, von den Rändern lernen. Das heißt, dass es neben den geschilderten und sehr positiven Agenda 21 Prozessen eben genau in Wien auch sowas braucht, denke ich, wie dieses Ministry of Space. Und dass auch solche Initiativen gefördert werden müssen. Das heißt auch, dass eine Menschenrechtsstadt, glaube ich, wenn sie ihrem Namen sozusagen gerecht werden will, auf alle Fälle Initiativen und Organisationen fördern muss, die für sie unbequem werden, sehr unbequem sogar. Also das halte ich für einen ganz zentralen Prüfstein sozusagen, weil ich eine gewisse Befürchtung habe, dass mit diesem Label Menschenrechtsstadt auch so eine Einhegung passiert. Man macht das jetzt alles in sehr kontrollierten und vorgegebenen Bahnen und es kommt dann eben genau nicht zu diesen Konflikten, wie wir es auch schon gehört haben heute im Vortrag von Monika Mokre, die ganz zentral sind und essentiell dafür, dass diese Stadt diesen Namen passiert. Und im Besten, und da kommen dann auch, denke ich, viel noch weitere und neuere Formen der Partizipation dazu. Da geht es dann eben auch um so Dinge wie ein partizipatives Budget einer Stadt, weil da geht es dann ums Eingemachte. Und wiederum natürlich um diese Frage, wer sich daran beteiligen kann und unter welchen Bedingungen. Und da sind wir dann wieder beim zweiten Bereich, bei der Frage der Infrastruktur und auch des Arbeitsmarkts und der Arbeitszeit, weil es dazu natürlich auch andere größere Rahmenbedingungen braucht, um überhaupt an solchen Prozessen dabei sein zu können. Was ich glaube, dass wichtig ist, ist, dass dieser Menschenrechtsdiskurs, dass wir einen Weg finden, den eben weniger defizitorientiert auch zu führen. Dass natürlich die Diskriminierungen und all diese Menschenrechtsverletzungen, die passieren, dass die angeprangert werden, dass die Verantwortlichen zur Rechenschaft gezogen werden, aber auch, dass es, und das, da schließe ich dann wieder an die positive Seite des Brandings und vielleicht an die Chancen und das Potenzial an, dass es dieses für alle, also dass klar ist, es ist etwas für alle drin, dass es was Universales ist und dass es das genauer auszubuchstabieren gilt und vielleicht gelingt es dann wirklich, ein Branding zu machen und eine Kampagne, wo Wien eben als most beggar-friendly, sex-worker-friendly, asylum-seeker-friendly Stadt dasteht. Da wären wir dann wahrscheinlich am Ziel. Danke. Was ich vielleicht noch hinauszustreichen wäre, also zu betonen, ich meine, die Verwaltung hat ja in den 70er und 80er Jahren so den Schwenk Richtung Kundenorientierung gemacht, ne? Und in weiterer Folge, was Sie jetzt sagen, heißt das ja, dass ein weiterer Schritt gemacht werden muss, weil ja eigentlich auch jetzt die Nicht-Randgruppen, also die ganz normalen Bürgerinnen und Bürger bezüglich der Verwaltung auch in einer Stadt ja oft immer noch relativ ohnmächtig sind. Also ist es auch so, dass es notwendig ist, eine Infrastruktur eben von Ombudspersonen, Beschwerdestellen, wo man Einblick in behördliche Abläufe bekommt, was ja heute nicht existiert in vielen Bereichen, um die Mehrheit der Bevölkerung mit einzubinden? Ich glaube, es müsste sogar weitergehen. Ich glaube, wir müssen zu etwas ganz anderem kommen, weil dieser Kunden- und Kundinnenbegriff, der kommt ja wieder stark aus diesem Unternehmen statt. Und das ist ja so der Konsument sozusagen, der Bürger als Konsument. Aber wir müssen die Bürger und Bürgerinnen eben wieder als Bürgerinnen ernst nehmen, beziehungsweise alle Menschen, die in dieser Stadt leben, also nicht nur die mit Staatsbürgerschaft. Und deshalb wäre mir auch lieber, wir entwickeln Wege oder wir finden
und es gibt dazu ja auch Konzepte und Vorbilder, Prozesse der Beteiligung, die jetzt, wo es jetzt nicht nur um eine Beschwerde, die Beschwerde ist schon wieder ein bisschen sowas, sowas unterdänig, österreichisches wollte ich fast sagen, was Gewohntes eher, vielleicht ist es ein nächster Schritt auf diesem Weg, aber eigentlich muss es mehr zu Verhandlungsprozessen irgendwie kommen, also zu einem Aushandeln untereinander, und das haben wir ja auch gehört in diesem zweiten Panel, wo es um den öffentlichen Raum ging. Das ist etwas, was wir sowieso lernen müssen als Gesellschaft, und deshalb glaube ich, diese Menschenrechtsstadt, das ist auch ein enormer Bildungsauftrag eigentlich an alle Beteiligten, an die Politikerinnen, an Leute in der Verwaltung und auch an uns selbst, weil wir diese Dinge auch einfordern müssen und aushandeln müssen. Ja, danke. Ich möchte jetzt gerne gleich ins Publikum gehen, ob es zu diesen drei Themenstellungen Fragen gibt. Hier die Dame in der dritten Reihe und dann da hinten und als dritte die Dame auch in der dritten Reihe. Danke für die sehr interessanten Anregungen und Inputs. Ich möchte nur eine Anmerkung machen zu Michaela Moser, weil sie gemeint hat, diese Kampagne, vielleicht kommen wir mal zu einer Kampagne. Es gibt in England tatsächlich ein Netzwerk, das genauso funktioniert, das City of Sanctuary Netzwerk, also Stadt als Zufluchtsort, könnte man das übersetzen. Das ist allerdings keine Initiative, die von quasi von der Stadt nach unten durch, sondern ist eine Initiative, die sich tatsächlich in der Bevölkerung gebildet hat, die sich darum bemüht, als Stadt, also das Branding der Stadt ist quasi, wir sind eine Stadt, die eine Willkommenskultur bereitstellt und feiert für alle Menschen, die zu uns kommen wollen. Also es betrifft Asylwerber, Migranten, Menschen, die einfach neu hinziehen, querbeet, ja, wer auch immer. Und das ist aber so erfolgreich, dass es in England mittlerweile 30 Städte gibt, die sich dieses Label verpasst haben, selber City of Sanctuary. Und das passiert auch in enger Kooperation mittlerweile mit den Municipalities, also mit den Stadtverwaltungen, mit Firmen etc. Und ist ein ganz großes Bottom-up-Projekt. Also das wäre so könnte man auch ein Label in diesem positiven Sinn machen. Und dann hätte ich noch eine Frage, auch an die Michaela Moser, die seit langem diese wunderbare Armutskonferenz veranstaltet und ich glaube vor 2 Jahren eine Reichtumskonferenz veranstaltet hat. Und genau in diese Richtung geht auch meine Frage. Ich meine, Armut oder die Vergrößerung von Armut hat ja immer was zu tun mit der Vergrößerung von Reichtum auf der anderen Seite, nämlich der wenigen. Es gibt keine Armut, es gibt keinen Anstieg der Armut ohne einen Anstieg vom Reichtum auf der anderen Seite. Und ich frage mich, ob wir nicht viel stärker anfangen sollten, irgendwie mehr, viel, viel mehr Reichtumskonferenzen zu veranstalten, statt dieses Studying Down, wie man das ja auch nennt, also immer dorthin zu schauen, wo die Armen sind und die Unterprivilegierten und die Marginalisierten etc. und immer betroffen zu sein, einfach mal zu schauen, wo ist denn das Geld und die Macht zu Hause und wie kommen wir als Gesellschaft irgendwie zu einem anderen Ausgleich. Und ja, also zur Reichtumskonferenz würde mich freuen, wenn Sie was dazu sagen oder zu dieser Reichtumshotel. Danke. Jetzt hinten in einer der hinteren Reihen auf der anderen Seite, genau der Herr. Verzeihen Sie, wenn ich mich noch einmal zu Wort melde, ich wollte wirklich danken für diese hervorragenden und mich inspirierenden Präsentationen. Wir leben eine Zeit der Societal Fragmentation und der Disintegration. Man hört sie nicht. Ja, den Pech. Die wirtschaftliche Dimension ist ja nur eine davon. Aber wenn wir die Entwicklung ansehen, Sie kennen sicher den Bericht der OECD, Growing Unequal. Innerhalb der OECD-Staaten ist die Distanz zwischen den oberen und unteren 5% auf 1:26 gewachsen. Vor 25 Jahren war weltweit die Distanz 1:60, sie ist heute 1:180. Aber das ist ja nur eine Dimension. Wir leben eben heute in der Vielfach-Identitätsgesellschaft und der Anderheit wird ja oft die Würde verweigert. In New York wurde eine Initiative ergriffen, übrigens über Einladung der EU-Mission,
über eine neue Terminologie nachzudenken und zu unterscheiden zwischen Social und Societal. Social wurde definiert als die produktiven Dimensionen des Menschen und der Gesellschaft, Gesundheit, Bildung, Alter. Societal sind die Beziehungsqualitäten zwischen Menschen und Identitäten. Und was eben sozusagen der UNO in den Raum gestellt wurde, ist das Konzept des Societal Development. Das heißt, Entwicklungsprogramme, die gesellschaftlichen Zusammenhalt, Capacity for Cross-Identification, Solidarity. Jetzt wird er doch wieder. Entschuldigen Sie, meine Hand wird schwach. Es geht schon, jetzt halt ist hoch genug. Jedenfalls, das ist deshalb interessant, weil es ja hineinreicht, direkt hineinreicht in den Menschenrechtsstaat. Denn dieses Panel in New York ist zu dem Schluss gekommen, dass Societal Development als Grundlage Dignity Building hat. Die Frage, wie erreiche ich Dignity Building? Durch Menschenrechtsbildungs- und Sozialisierungsprogramme, in denen, und das führt dann zur Definition der Menschenrechtsstaat, wie sie in dieser Gruppe der Menschenrechtsstädte des People's Movement for Human Rights Learning verwendet wird. Menschenrechtsstaat ist eine Stadt, in der jeder Bürger seine, ihre Menschenrechte, seine menschliche Würde kennt und versteht und damit die des anderen. Das heißt, dass diese Kultur, die in einer Menschenrechtsstadt erfordert wird, dann natürlich alle Strukturen der Stadt, von der Gesellschaft bis zur Verwaltung und den politischen Prozessen durchdringt. Ich möchte Sie dann bitten, vielleicht zum Ende zu kommen, weil wir haben nur bis um halb und es gibt noch mehrere Fragen im Publikum. Ich bin schon am Ende. Mhm. Danke vielmals. Ein paar Reihen weiter vorne, eine Dame hier. Dann ganz vorne der Herr und dann ein Herr ganz hinten. Ja, zu dem, was die Frau Moser am Schluss gesagt hat, dass wir wieder mehr Bürger, Bürgerinnen werden sollten. Da fällt mir eben auf, dass hier jetzt eine Diskussion ist, aber wir immer sozusagen aufgefordert werden, Fragen zu stellen und nicht Beiträge zu haben. Und ich glaube aber, dass jeder von uns hier in irgendeiner Form kompetent ist in Sachen Menschenrechte und kompetent ist, einen Beitrag zu leisten. Aber wir sind eben hier in Österreich von klein auf erzogen worden. Also in der Schule haben wir nicht gelernt, Fragen zu stellen, da sollten wir brav sein. Wenn wir erwachsen sind, haben wir einfach nicht gelernt, Fragen zu stellen, aber wir haben auch schon gar nicht gelernt, unseren Beitrag zu bringen. Also insofern ist das jetzt keine Frage, sondern das war ein Beitrag. Ein Beitrag, der vielleicht, das möchte ich schon sagen, darauf hinweist, dass natürlich der Aspekt der Bildung, also Menschenrechte, Information über Menschenrechte ganz, ganz zentral auch ist, weil ich glaube, dass viele Menschen in Österreich da nicht wirklich damit etwas anfangen können. Bitte sehr. Ja, Andreas Weiß nochmal, Monitoringstelle Wien. Ich möchte mich meiner Vorrednerin ein bisschen annähern und ein Statement abgeben und ein bisschen auch in Richtung Frau Moser gehen, wenn sie über den Gedanken der Inklusion spricht und der eben im Bereich der Menschen mit Behinderung inhaltlich von anderen Inklusionsformen abweicht. Ich denke, das, was wir heute generell als Inklusionsarbeit zu leisten haben, haben wir uns sozusagen selber zu verdanken. Wir arbeiten gegen unsere eigenen Dämonen gerade, wie meine Vorrednerin gesagt hat, haben wir das im Schulsystem nie gelernt. So haben wir auch zum Beispiel nie gelernt, dass Menschen mit und ohne Behinderung zum Beispiel, aber auch andere Diskriminierungsformen
in unserem Schulsystem bis dato nicht wirklich sichtbar, auch schon nicht stattfinden, sondern da nach wie vor ein großes Maß an Segregation stattfindet. Und ich denke, dass wir den Gedanken der Inklusion sehr breit und sehr weit denken müssen, um wirklich zu brauchbaren Lösungen zu kommen. Danke. Besteht jetzt auf dem Podium schon das Bedürfnis zu antworten oder sollen wir? Okay, dann würde ich sagen, sammeln wir noch ein paar Fragen da hinten und dann der Herr hier noch. Dann. Dankeschön, Andreas Reinalter, Sozialministerium. Ich hätte noch eine Anmerkung, also vorweg danke für die drei ausgezeichneten Präsentationen. Danke auch an die Kollegin aus Spanien, aus Barcelona. Bezug nehmend auf das, was Herr Reinbrecht und Frau Moser gesagt haben zum Thema Inklusion, soziale Inklusion. Mir war das noch ein bisschen zu wenig scharf, diese Abgrenzung zwischen Inklusion und Integration. Die erscheint mir in diesem Zusammenhang, gerade wenn sich Wien aufstellen will, als Menschenrechtsstadt sehr, sehr wesentlich zu sein. Ich spreche hier ein bisschen aus der Perspektive der Behindertenpolitik, Nationaler Aktionsplan Behinderung. Da haben wir diese Diskussion und es ist, wie Sie richtig erwähnt haben, Frau Moser, die Diskussion, Inklusion wird vor allem im Behindertenbereich geführt, aber nicht deswegen, weil es auf den Behindertenbereich zu münzen wäre, sondern eher, dass dieser Bereich sozusagen vorangegangen ist in dieser ganzen Diskussion, zusammenhängend mit der UN-Behindertenrechtskonvention, und es an der Zeit wäre, den Inklusionsbegriff gesamtheitlich auch so zu verstehen. Also anders ausgedrückt, es ist natürlich, weil Sie auch erwähnt haben, die Diskussion, die es auf EU-Ebene gibt, dass Inclusion mit Eingliederung übersetzt wird, was eigentlich auf einem Übersetzungsfehler beruht, denn korrekter und richtigerweise müsste auch dort von Inklusion die Rede sein. Begrifflich, Inklusion für die Politik heißt das, dass es ein Mehr bedeutet, wie ich mit den Menschen umgehe, wie ich die Politik aufsetze, nämlich dass ich Rahmenbedingungen, jetzt konkret auf Wien bezogen, Rahmenbedingungen von der Stadt, von der Verwaltung setzen muss, um die Menschen so zu nehmen, wie sie sind und ihnen, wenn ich jetzt ein konkretes Beispiel nehme, behinderte Menschen dürfen sozusagen überspitzt formuliert oder flapsig formuliert behindert bleiben und müssen sich nicht anpassen und quasi möglichst gut nicht behindert sein. Und das gilt natürlich auch für andere Bereiche. Wenn Sie da vielleicht noch ganz kurz ein bisschen was dazu sagen könnten, diese Abgrenzung, Inklusion, Integration, dieses Mehr, das das bedeutet und was das auch letztendlich für Wien heißen wird, um sich als Menschenrechtsstaat zu positionieren. Danke. Und jetzt hier vorne der Herr, genau. Christoph Leucht, Hildegard-Lagrenen-Stiftung aus Deutschland, Hildegard-Lagrenen-Stiftung für die Inklusion, Teilhabe und Bildung von Sinti und Roma in Deutschland. Ich habe eine kurze Frage, ich frage mich die ganze Zeit, wie wir es schaffen können, dass soziale Ausgrenzung, Einkommenspolarisierung, Dramatisierung von Armut als genauso erhebliche gesellschaftliche Gefahren identifiziert werden können, wie die Bankenkrise oder die Krise der öffentlichen Haushalte. In den letzten beiden Fällen hat es dazu geführt, dass in Italien eine sogenannte Sachregierung eingesetzt wurde, die sachlich richtige Entscheidungen vollkommen unabhängig von politischen Mehrheiten trifft. Oder dass in Griechenland Parlamentsentscheidungen ignoriert und negiert werden konnten. Da haben politische Mehrheiten keine Rolle gespielt, sondern es ging um die sachlich richtige Entscheidung. Und wann kommen wir dazu, dass auch soziale Ausgrenzung als erhebliche Gefahr betrachtet wird? Okay, danke. Bitte vielleicht die Antwort auf die Sache mit der Reichtumskonferenz und so weiter. Ich muss einschalten. Es war übrigens schon unsere dritte Reichtumskonferenz. Wir haben in der Armutskonferenz eigentlich schon sehr früh diesen Slogan gehabt, wer von Armut spricht, darf von Reichtum nicht schweigen. Allerdings ist es mit Reichtum viel schwieriger durchzukommen, also medial einerseits. Andererseits gab es ja sehr lange auch so gut wie keine Zahlen. Es ist in der letzten Zeit ein bisschen besser geworden, dass es auch mehr Daten im Vergleich zu früher gibt zum Reichtum. Aber natürlich muss das viel mehr thematisiert werden, aber ich glaube, gerade für das Reichtumsthema
braucht es eigentlich eine breite Vernetzung von verschiedenen Akteuren, Akteurinnen, die das thematisieren. Und ich sehe jetzt, wenn wir wieder bei diesem Thema Menschenrechtsstaat Wien bleiben, also Wien wird jetzt wahrscheinlich alleine keine Vermögenssteuern einführen können, aber was eine Stadt wie Wien natürlich tun könnte, wäre, solche Initiativen zu fördern, weil es ja da geht es ja sehr stark auch darum, viele Mythen, die es rund um Reichtum gibt und rund um Verteilung von Reichtum zu entkräften. Und ich glaube, da braucht sehr viele vielfältige und vernetzte Ansätze von politischen Aktivistinnen, aber auch aus der Kulturarbeit heraus, aus der politischen, um dieses Thema viel breiter anzugehen. Also finde ich total wichtig, und wir werden auch sicher dranbleiben und freuen uns über alle, die da sich dran beteiligen und mit uns vernetzen. Und es gibt auch diese breite Allianz Wege aus der Krise, wo Gewerkschaften dabei sind und Menschenrechtsorganisationen und auch Umweltorganisationen, wo wir eben sehr konkret, aber halt auf einer Bundesebene ist es angesiedelt, uns mit diesen Fragen auch beschäftigen. Ich möchte schon noch mal was zum Inklusionsbegriff auch sagen, weil es aus meiner Sicht einfach ein bisschen komplizierter ist, weil es diesen sozialen Inklusionsbegriff aus der Sozialpolitik auch schon eine ziemliche Zeit lang gibt. Also es ist jetzt nicht so, dass der später dazugekommen wäre, sondern ich sehe das eher als ein bisschen eine unglückliche Parallel, sozusagen unterschiedliche Verwendung. Und aus meiner Sicht ist es durchaus so, wenn in den, also diese Übersetzungsfehler, Eingliederung und Einschließung geben, zumindest was die sozialpolitische Ausrichtung der Europäischen Union und die arbeitsmarktpolitische betrifft, ist es nicht, also gibt es sehr gut eine Praxis wieder und ist eigentlich so gesehen nicht so, also nicht eine begrüßenswerte, aber nicht so eine unzutreffende Übersetzung, weil in dieser sozialpolitischen Inklusionspolitik es eben, die überhaupt nicht systemkritisch ist, sondern es geht da wirklich darum, Menschen in den Arbeitsmarkt zu integrieren, heißt sie dann eh, obwohl es die inklusive Arbeitsmarktpolitik ist. Also wenn es gelingt, da wirklich den Inklusionsbegriff neu zu definieren als einen systemkritischen, so wie er eben aus der Arbeit mit der Konvention und so weiter kommt, dann bin ich die Erste, die dabei ist. Ich kombiniere im Moment eben immer auch mit diesem Begriff der Dissidenz, weil ich es wichtig finde, eben immer auch das gesamte sozialpolitische und arbeitsmarktpolitische System in Frage zu stellen. Ja, Herr Reinbrecht, vielleicht auch zu Inklusion, Integration. Und dann war die Frage, wie man zu sachlichen Entscheidungen in Sachen Armutsbekämpfung und so weiter kommt. Ja, zu Integration, Inklusion, ich meine, fachlich gesehen, ist Integration ein Ordnungsbegriff, ja, und Inklusion nicht. Inklusion ist, wie Maria Moser gesagt hat, schlicht und einfach die Teilhabe an einem System. Die Einschließung übrigens, nicht die Eingliederung, die Einschließung, weil die Clusio ist ja der Friedhof, die Mauer, nicht der Friedhof, sondern die Umfriedung. Die Umfriedung. Und daher ist wichtig, weil natürlich die Umfriedung, wenn ich inkludiert bin, bin ich umfriedet. Ja? Und das ist, da bin ich natürlich, System ist rein systemtheoretisch. Da bin ich in einem System und da bin ich umfriedet, in Interaktion mit anderen Systemen. Aber es ist ja wichtig, Integration ist ganz was anderes. Und zu Recht wird es immer wieder ein bisschen in Zusammenhang gebracht mit Anpassung. Aber so schlimm ist es auch nicht. Weil ohne Integration könnten wir nicht leben. Insofern als Integration verantwortlich ist, dass wir Normen teilen. Schlicht und einfach. Und Werte teilen. Ja, das ist ein anderer Blickpunkt. Das heißt, es gibt keine, also provokant gesagt, gibt es keine Inklusion oder Integration. In dem Sinn, dass wenn wir nicht, und das ist die Antwort auf die Frage, wann kommen wir dahin, dass das eine Agenda ist, sozusagen, wenn es keinen Konsens gibt darüber, sozusagen keinen gesellschaftlichen, kann es diese Lösung nicht geben. Ja, das heißt, ich kann natürlich autoritäre Politik einführen, diese Tendenzen sind ja durchaus gegeben, aber es braucht, die kann ich auch aufpropfen auf einen negativen Konsens, der Staatssozialismus war das beste Exempel über 30 Jahre, aber es wird nicht sehr erfolgreich sein. Das heißt, und das Wohlfahrtsmodell zum Beispiel, das recht erfolgreich war, 20, 30 Jahre, hat auf einen positiven Konsens aufgebaut. Das heißt aber, Konsens ist etwas, was nicht systemisch hergestellt wird oder nicht allein, sondern was die Integration braucht. Das heißt, es braucht, dass wir uns einigen über Normen und Werte.
Ne? Wir müssen uns einigen darüber, was ist Gerechtigkeit? Wir müssen uns einigen darüber, was ist ein Maßstab für, ja? Über die Kriterien, die Maßstäbe. Da müssen wir uns austauschen. Das ist zu Recht gesagt worden. Konflikte und Verhandeln, das sind die Punkte. Ne? Man muss sozusagen, Stadt ist Konfliktraum, Stadt ist Verhandlungsraum. Öffentlicher Raum ist Verhandlungsraum, Konfliktraum. Das heißt aber, die Konflikte, und darum sind es übrigens Integrationsräume, nicht im Sinne davon, dass ich mir da anpassen muss, sondern im Sinne, dass in diesen Konflikten und Aushandlungsprozessen geteilte, zumindest für einen gewissen Zeitraum, geteilte Normen und Werte entstehen. Und das ist ein wichtiger Punkt, weil das ist letztlich, könnte man zumindest behaupten, eine Grundlage dann für Lösungen oder dafür, dass diese Menschenrechtspolitik nicht nur ein Branding ist, sondern sich verankern kann, ja, aufsetzen kann irgendwo. Weil sonst, das ist ja auch interessant. Wenn es nur aufsetzt auf einem Ombudsmann-System, dann wird vielleicht der Ombudsmann nicht in Anspruch genommen. Oder es ist wie in Frankreich mit dem Recht auf Wohnen. Das ist wunderbar, dass es das Recht gibt. Aber was hilft es denen, die keine Wohnung haben? Ja? Wissen Sie, was nämlich passiert? Sie klagen das Recht ein, das Gericht wird ihnen Recht geben, das wird die Stadt bestrafen, die Stadt wird eine Penale zahlen und sie gehen weg und der Richter wird sagen, ja, Wohnung kann ihnen keine geben. Ja? Verstehen Sie? Das ist ein ganz interessanter Punkt. Das heißt, darum ist diese Aushandlung und der Konflikt wichtig und der letztlich dann auch auf dieser geteilten Werten und Normen zu Lösungen führen, die halt für eine gewisse Zeit lang tragfähige Lösungen sind. Das, was ich vielleicht nur zuletzt gesagt, ich glaube, die Menschenrechtsstadt, das fand ein ganz, ganz wichtigen Hinweis, Lernprozess, ein unabgeschlossener Lernprozess. Das ist wichtig. Ein immer weiter gehender, sich fortsetzender Lernprozess. Na gut, aber um es zu ermöglichen, dass zum Beispiel das Recht auf Wohnen dann dazu führt, nicht nur, dass die Stadt bestraft wird und man Recht bekommt, sondern dass man eine Wohnung bekommt, müsste man die Mieten senken. Ja? Und jetzt ist die Frage eben, wie bringt man das zumindest auf der Diskussionsebene hinein in einen solchen Prozess? Na, ich glaube, der Punkt ist der, ganz kurz, wenn ich nur was sagen darf dazu. Ich glaube, wir haben einen großen Konsens da und der ist ganz, ganz wichtig, aber der muss noch radikaler weit fort sozusagen formuliert werden. Wenn wir an Rechte denken und an Menschenrechte und an dieses Branding, dann denken wir irgendwie immer an dieses Entitlement. Ja, wir sagen, wir haben Rechte. Ja? Wir sind Rechtssubjekte. Uns steht ein Recht zu. Und worum es geht, und es ist immer wieder wird das so artikuliert, das Recht entsteht überhaupt erst dadurch, dass es eingefordert wird, dass es aktiv gemacht wird. Das heißt, das ist eingeklagt. Na, wenn das Recht alleine, das ist ja der ganz wichtige Punkt. Und das ist, glaube ich, dieser Bedeutungswandel, den wir auch viel stärker realisieren müssen, auch im Hinblick darauf, was heißt das, eine Stadt ist Menschenrechtsstadt. Die Frau Assad. Ah, okay. Na gut, wir haben jetzt noch 5 Minuten. Das heißt, wir haben noch die Möglichkeit für eine Frage oder eine Schlussbemerkung. Ich hat sich nicht zu Wort gemeldet, jetzt habe ich. So. Ich würde gerne noch eine Frage an Sie richten, auch mit dem Überblick, den Sie haben über die Menschenrechtsstädte, weil Sie haben ja einiges gezeigt mit dieser Citizen Jury und so weiter, weil so wie ich das sehe, braucht es eigentlich auch eine sehr starke Zivilgesellschaft in so einer Stadt, die immer wieder dann auch das einklagt, dass es nicht bei so einem Label bleibt oder die ihm sagt, es braucht Menschen, die dann sagen, okay, ihr nennt euch jetzt Menschenrechtsstadt, aber wie schaut das aus mit diesem Recht oder mit jenem Recht? Also, und es braucht die Ermöglichung auch, dass Menschen sich an dem beteiligen, also dass sie sich an solchen Initiativen und Organisationen auch beteiligen können. Und da würde mich eben interessieren, was es da für Beispiele gibt, auch aus den Städten, die Sie kennen, wie auch die Menschenrechtsstadt dann sozusagen dafür sorgt, dass es dieses Vis-à-vis geben kann. Well, I absolutely agree that civil society play a key role, and this was, in fact, the idea that I had written down for, you know, these last minutes of conclusion. I didn't mention it because I focused on the role of local authorities, but without the shade of a doubt, if you don't have an active civil society, a civil society that claims for their rights, that presses the government,
usually nothing happened or very few things happened. So it is key to have civil society engaged in this type of processes in order to make the government move. And local authorities, what they need to do is, as I mentioned, need to engage in participatory processes when drafting their policies, following them up, monitoring, etc. So the dialogue, the work with civil society has to be a key element of any municipality policy making process. So that would be a first idea. And linked to that, to the importance of the role of civil society, I would also highlight that education plays also a key role, and not only formal education or the education that we get in schools, universities, and so on, but also non-formal education. There is a whole movement of educating cities. It's a network called like this, Educating Cities, and what they claim is that education happens also in the streets, happens when you participate in cultural, artistic activities. So it's a type of education in terms of democratic values, in terms of solidarity, in terms of civic values, coexistence with the others. So I would say that education is also a very important topic when we talk about social inclusion and how to move forward this agenda. So. And just to conclude and to link it with one of the contributions from the public, the financial crisis, of course, is a delicate issue because it can be used as an excuse to go backwards. So again, this is why we need, in this context, this difficult context of crisis, it is even more important to have a civil society that pushes the agenda and that presses the government to act. So this would be the last ideas I wanted to share with you. Ja, danke vielmals. Dann möchte ich der Frau Asadi und der Frau König jetzt das Schlusswort geben. Ja, ich möchte mich sehr, sehr herzlich für die vielen sehr anregenden und sehr inhaltsvollen Beiträge bedanken, sowohl von den vier Panels, also das waren wirklich hervorragende Statements, Beiträge, sehr, sehr viel Inhalt, und auch aus dem Publikum, das war eine sehr anregende Diskussion. Ja, Entschuldigung, ja genau. Also vielen, vielen Dank für alle hervorragenden Beiträge, sowohl von den Panels als auch aus dem Publikum, die wir unbedingt mitnehmen werden. Der Auftrag, so eine Menschenrechtsstadt langfristig umzusetzen, ist ein sehr, sehr großer. Ja, also wie das die Frau Michaela Moser ausgedrückt hat, finde ich, war hervorragend ausgedrückt. Wir sind nicht am Ziel, wir fangen an. Ja, wir sind auf dem Weg, sagen wir so, wir sind auf dem Weg und in vielen Bereichen nicht schlecht auf dem Weg, aber alle Gruppen, die Sie angesprochen haben, würde ich sagen, ja, die Menschenrechtsstadt ist noch nicht für alle da. Ja, also das ist ein ganz, ganz großer Auftrag, und der sozusagen das Anliegen, partizipativ zu sein, das ist auch ein sehr großer Anspruch, weil dazu braucht es sehr viel Ressourcen, sehr viel Zeit, sehr viel Geduld auf allen Seiten. Ich habe die Vision, dass wir dorthin gehen, wie Sie das ausgedrückt haben, also ich würde mir das wirklich sehr, sehr wünschen, aber wir müssen uns sozusagen so aufstellen, dass wir diesem Anspruch gerecht werden können. Und das ist die Aufgabe der nächsten Jahre, sagen wir mal Jahrzehnte. Und die großen Themen, die wir heute beleuchtet haben, und die Kontexte, die Sie gespannt haben, das zeigt einfach, die Aufgabe ist riesig groß und eine langfristige. Und der Bildungsauftrag, wie du das gesagt hast, Christoph, ist auch ein riesengroßer, der alle Teile in der Stadtverwaltung, außerhalb der Stadtverwaltung, vor allem auch bei den natürlich nichtstaatlichen Organisationen erfassen muss. Und ich lade Sie alle ein, sich zu beteiligen, kritische Fragen, kritische Beiträge an uns zu richten. Das ist eben nicht nur ein Pickerl ist, dass wir uns draufpicken und dass wir nicht irgendwie selbstzufrieden sagen, so, und jetzt haben wir es erledigt, jetzt haben wir den Beschluss. Also sicher nicht, die Arbeit fängt jetzt erst so richtig an. Das ist für uns, glaube ich, klar. Also Karin hat alles gesagt, was zum Sagen wäre. Meinerseits nur herzlichen Dank an alle.
die hier waren. Vielen Dank an Frau Wegner. Das ist so eine super Moderation. Danke. Danke für unsere Melanie und Anna. Ich sehe sie nicht. Okay, sie ist gerade reingegangen, Anna Müller-Funk, dass sie wirklich von Anfang her uns begleitet haben und das Boltzmann-Institut, dass auch dieser Tag auch so wirklich wäre nicht so erfolgreich, wenn das Boltzmann-Institut nicht. Und natürlich Fiona Steiner und ich weiß jetzt nicht, ob Fiona da ist. Ja, Fiona und natürlich Babsi Lieger, dass es von Anfang her wirklich von ersten Stunden uns geholfen haben. Aus meiner Sicht, unsere Erwartungen sind völlig erfüllt. Wir haben sehr viele Inputs. Wir werden alle diese Inputs mitnehmen und wir werden mit diesen Inputs arbeiten. Wir haben einige Wortmeldungen gehört, dass auch so uns sozusagen noch mehr motiviert haben, in diesem Bereich weiterzumachen. Wir haben Kritiken gehört, dass uns auch noch mal nachdenklich gemacht haben, dass wir unsere Arbeit noch verbessert werden, machen können, sagt man es auf Deutsch. Ich bin auch müde und bekanntlicherweise, wenn man müde ist, dann kann man nicht eine andere Sprache sprechen, aber es geht noch. Also, Ihre Wortmeldung, die Dame da, hat mir wirklich auch so gut gefallen, weil ehrlich gesagt in Österreich, in Wien, merke ich auch, dass es die Leute irgendwie wirklich melden sich ganz selten zu Wort. Ich habe ganz anderes gelernt, dass ich muss immer reden und das ist eigentlich in meiner Sozialisation war es ein Thema, dass eigentlich muss man immer reden, wenn man auch ja, Ideen hat natürlich. Wir werden auch natürlich erwarten, dass auch weiterhin in unseren Tagungen, in unseren Veranstaltungen geredet wird, dass wir auch so irgendwie Ideen bekommen. Was mir heute ein bisschen abgegangen ist, sind keine sozusagen Einladungen zur Zusammenarbeit gekommen. Ja? Ich würde mich sehr freuen, wenn die Leute zu mir kämen oder zu uns kämen und gesagt hätten, ich habe eine brennende Idee oder halt ich habe eine Idee, einfach machen wir gemeinsam etwas. So etwas habe ich nur Hannes Sackers aus Utrecht hat gemacht. Gemeint, dass wir könnten gemeinsam Gelder aufstellen oder halt gemeinsame Projekte machen, aber ehrlich gesagt nicht wirklich. Aber ich wünsche mir, dass wirklich die Ideen können kommen, jederzeit können kommen. Und wir haben, wie die Karin schon erwähnt hat, wir haben unsere Arbeit erst jetzt begonnen. Ja, ich wünsche allen einen schönen Abend. Wir sehen uns im Rathaus hoffentlich. Um 6 Uhr beginnt unser Empfang und sozusagen Human Rights Reception und bis dahin eine schöne halbe Stunde und wir sehen uns. Eine Schlussbemerkung noch, die Referentinnen und Referenten sollen bitte nicht auf eigene Faust jetzt zum Rathaus gehen, sondern draußen warten, es gibt da eine Begleitung. Und in dem Sinne bedanke ich mich auch bei Ihnen und Wiederschauen.